Klimaschädliche Subventionen sind Anreize, meist finanzielle Anreize, die von der Regierung gesetzt werden und eher kontraproduktiv dem Klimaschutz entgegenhandeln. Meistens passiert das nicht absichtlich. Ein Beispiel für klimaschädliche Subventionen ist zum Beispiel das Pendlerpauschal. Menschen werden dafür belohnt, werden motiviert, weiter vom Arbeitsplatz wegzuziehen, was natürlich den Individualverkehr sowie die Zersiedelung in Österreich, damit auch die Bodenversiegelung, antreibt.